Wir Frauen lieben Überraschungen und deswegen, glaube ich, fahren wir so wahnsinnig auf diese tollen Beautyboxen ab, die diesen Überraschungseffekt haben, dieses Auspacken, um nicht zu wissen, was drin ist, dieses weihnachtliche Gefühl. Und ich habe heute eine Beautybox, die ich dir gerne vorstellen möchte, die du vielleicht noch nicht kennst und die ganz interessant für dich sein könnte. Es handelt sich um die Sotheby's-Box. So sieht sie aus, hat einen wunderschönen rosanen Umschlag, wie du sehen kannst. Das sieht super, super toll aus. Ich habe mich persönlich beim ersten Anblick total verliebt. Ich war dann plötzlich wieder ein kleines Kind und dachte mir so, oh, rosa! So sieht's aus. Wenn du die Box dann auspackst, sieht sie so aus. Sehr, sehr edel, hat eine ganz tolle Aufschrift und sieht bestimmt auch ganz, ganz super in deinem Regal aus. Aber es kommt natürlich hauptsächlich auf den Inhalt an. Was ist in dieser Box drin? Wie viel kostet diese Box? Was erwartet mich? Ich möchte dir das gerne ein bisschen näher bringen, damit du weißt, was auf dich wartet. Der erste Punkt bei Beautyboxen, den viele abschrecken, sind immer diese Abonnements, die man abschließen muss. Bei der Sotheby's-Box ist es so, du gehst kein Abonnement ein. Das heißt, du bestellst sie einmalig und hast immer wieder die Chance, sie dann individuell zu kaufen. Die Box gibt es in 3 Monatsrhythmen und kostet 29,90 Euro. Wobei man hier auch sagen muss, dass es um Produkte geht, die in eigenen Labors entwickelt werden und sie wirklich sehr hochwertig sind. Das sind Spa-Produkte und haben wirklich einfach eine gewisse Exklusivität. Also es ist schon etwas ganz Besonderes. Ich merke das auch, ich habe einige Produkte schon benutzt. Die möchte ich dir natürlich vorstellen, damit du weißt, was einen da erwartet. Und ich habe sie hier und zeige sie dir jetzt. Anfangen möchte ich mit dem Micellenreinigungswasser. Das war drin in einer Sondergröße von 100 ml. Normalerweise kriegst du das in 200 ml und das kostet dich ca. 21 Euro. Micellenreinigungswasser sind wahnsinnig ja in diesem Hype geraten in den letzten Monaten. Viele Marken haben eins auf den Markt gebracht. Ich hatte auch welche getestet und ich war mal nicht zufrieden, mal war ich zufrieden. Das benutze ich jetzt seit einigen Tagen und das Besondere ist, es ist eine Lotion. Das heißt, du reinigst zwar, aber im Umkehrschluss hat sie eben auch diesen pflegenden Aspekt. Es riecht nach Lotion, das ist ein sehr angenehmer Duft. Und das Ergebnis war schon nach der ersten Anwendung wahnsinnig überraschend. Ich hatte mein komplettes Make-up drauf, inklusive wasserfesten Augenbrauen, Stift und keine Ahnung was. Und alles konnte problemlos entfernt werden mit diesem Micellenwasser, ohne dass meine Haut gereizt war. Und du merkst auch, wie danach deine Haut super schön weich ist. Also für mich ein ganz klasse Produkt. Ich benutze das jetzt morgens und abends und ich merke richtig, wie meine Haut so langsam anfängt, sich ein bisschen zu regenerieren. Ich gehe jetzt mal ein bisschen der Reihenfolge nach, denn in dieser Sommerbox sind hauptsächlich Hautpflegeprodukte, die man auch wunderbar nacheinander anwenden kann. Sommer heißt ja meistens Hitze, Sommer heißt Haut trocknet aus und da braucht man was für die Feuchtigkeit. Umso mehr hat es mich gefreut, dass da Feuchtigkeitsampullen drin war. Den Originalkarton habe ich leider nicht mehr, den habe ich schon weggeschmissen. Könnt ihr aber gerne auf meinem Blog auf www.inlovewithcosmetics.de sehen. Da seht ihr nochmal alle Produkte mit den Preisen, mit den Informationen. Ich verlinke den Link in der Infobox. Und das hier sind die Ampullen. Die sind blau gehalten und ihr habt 7 Ampullen. Das heißt, es ist eine Einwochenkur praktisch und eine Ampulle ist für morgens und abends. Das heißt, ihr nehmt eine halbe morgens, eine halbe abends. Das ist wie Wasser, das klopft ihr schön ein und das dauert auch relativ lange, bis es wirklich trocknet. Danach könnt ihr dann ganz normal eine Gesichtscreme auftragen und ich habe das jetzt schon 3 Tage gemacht und muss sagen, ich bin immer noch überrascht, wie weich meine Haut ist. Es ist super krass. Also wer mich kennt, weiß, ich habe immer irgendwie Probleme mit trockener Haut, gerade um die Nase herum und jetzt vor allem im Sommer. Und diese Feuchtigkeitsampullen, die hauen echt super krass rein und ich finde die ganz, ganz klasse. Kosten 29,95 Euro, also gute 30 Euro. Und da muss man natürlich einem auch, muss man sich bewusst sein, möchte man das oder möchte man das nicht. Aber meine Haut sagt jetzt schon, Sandra, super klasse. Und für mich ist das ein ganz, 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 ganz klares super Produkt. In einer Mini-Größe von 10 ml ist ein Serum dabei, das sich auch perfekte Kontur nennt.
Das sieht so aus. So Thys hat alles so ein bisschen mit goldenen Kappen, grau-goldener Schrift, alles so ein bisschen beige gehalten. Und da habe ich erstmal wieder nicht richtig gelesen, was mir ja oft passiert, denn im ersten Moment dachte ich, das ist eine normale Creme, bis ich mich da mal aufgemacht habe und nachgelesen habe. Und das ist tatsächlich ein Serum, das Frauen und Männern dabei helfen soll, die Gesichtskontur wieder zu erlangen. Das heißt, wenn du Falten hast hier, ein Hängekinn, alles in diese Richtung, dann kann dir dieses Serum helfen. Falls du genaueres erfahren möchtest, auf meinem Blog findest du ein Video von Sotys. Da ist das noch mal ein bisschen besser erklärt. Also hier sind ganz hochwertige Stoffe drin, Wirkstoffe, und ist eine tolle Sache. Ich brauche das Hall jetzt im Moment noch nicht. Also so schlimm hat es mich dann doch nicht getroffen. Aber ist ein tolles Produkt. Kostet, ich schaue nach, 30 Milliliter Originalgröße, 75 Euro. Ich habe hier 10 Milliliter. Ich wende es trotzdem an, ja. Es gibt dazu noch eine spezielle Massagetechnik, womit du die einarbeiten kannst, ja. Damit das nochmal wirkvoller ist. Und wenn es dich interessiert, schau nach. Für mich jetzt nicht unbedingt jetzt so ein Produkt, wo ich im Moment gebrauchen kann. Aber wenn ich wirklich die Probleme hätte, würde ich mich sehr darüber freuen und auch hoffen, dass es was bringt. Es ist ja bekanntlich Sommer, auch wenn wir alle nichts davon merken. Zumindest hier in Bonn ist das Wetter leicht bescheiden. Es ist fast nur am Regnen, am Stürmen, am Kaltsein. Und man fragt sich, wo ist der Hochsommer hin? So sieht's aus. Wir haben zwar jetzt im Moment schöne Tage, aber das geht wieder ganz schnell vorbei. Nichtsdestotrotz braucht man ja eine Sonnenmilch. Man braucht ja irgendwas, um sich, falls die Sonne rauskommt, irgendwie zu schützen. Hier habe ich von Sotys eine Press Refreshing Body Lotion. Das heißt, eine After Sun Lotion, die habe ich mir mal aufgetragen. Die hat sich sehr, sehr nett angefühlt. Nur leider ist das Problem, da die Sonne im Moment kaum da ist, kann ich sie nicht wirklich für dich testen, weil ich nicht in der Sonne sitze. Das heißt, trotzdem ein interessantes Produkt. Und jetzt muss ich gerade mal für dich nachschauen, wie viel sie kostet. Hier, die Originalgröße bei 125 Millilitern kostet 30 Euro. 29, aber 30 Euro ist schön aufgerundet. So sieht's aus. Ich habe hier eine Probiergröße von 30 Millilitern und sie riecht gut, sie lässt sich schön auftragen. Aber wie gesagt, the sun is not here, so I cannot test it very much. Doof gelaufen. Und zum Schluss, da kommt noch ein Produkt, und zwar ein Lippenstift. Und zwar heißt der Moment Rouge Du, Sotys, Brillant, Lèvres, Cher Lipstick. Also ich und Französisch. So sieht das gute Stück aus. Hier vorne ist ein kleines Emblem, falls du das sehen kannst, von Sotys. Wenn du ihn aufmachst und man ihn noch nicht benutzt hat, ist ebenfalls hier der Schrift Zug Sotys. Die Farbe sah im ersten Moment, als ich die gesehen habe, sehr dunkel aus. Ich dachte mir schon so, oh nee, wieder so ein Rotton, mir steht Rot nicht. Aber wie du sehen kannst, ich habe ihn extra drauf gemacht, ist es eher ein rosa Stich, gell? Und lässt sich sehr, sehr schön auftragen. Über die Haltbarkeit kann ich dir jetzt noch nicht so viel sagen. Der Preis liegt bei 23 Euro, das ist auch eine Originalgröße. Aber ist super schön. Also man merkt, die Lippen sind weich, die Farbe ist sehr schön. Ich habe auch noch einen anderen mitgeschickt bekommen. Das ist aber von einem separaten Set. Den stelle ich dir auch nochmal vor. Also insgesamt ein sehr, sehr edler Lippenstift. Und ich glaube, da könnte für den einen oder anderen unter euch bestimmt einige tollen Farben dabei sein. Gerade wenn man ein großer Lippenstift-Freak ist, möchte man so ein schönes Stück bestimmt gerne besitzen. 23 Euro, wie ich gesagt habe. Und ihr habt einen super süßen Lippenstift auf den Lippen. Ein 10 Euro Gutschein war auch mit dabei. Der war direkt unter der Produktübersicht gelegen obendrauf. Den kann ich ins Spa-Instituten eintauschen und habe damit 10 Euro gespart. Bei Sotys gibt es verschiedene Institute und Spa-Institute, wo ihr euch ein bisschen gehen lassen könnt, wo Kosmetikerinnen euch fachgerecht behandeln. Und dafür ist dieser Gutschein gedacht. Finde ich eine klasse Sache. Wir fassen nochmal zusammen. Also wir hatten jetzt eine Box, die es alle 3 Monate gibt, wo ihr kein Abonnement abschließen müsst, was über mehrere Monate geht, wo ihr 29 Euro zahlt und wo sehr hochwertige Spa-Produkte drin sind von Sotys.
Wenn ihr alle Preise mal so zusammenrechnet, die ich euch jetzt genannt habe, werdet ihr merken, dass man wirklich über diese 29 Euro kommt. Man hat auch echte Größen drin. Natürlich hat man auch hier und da dann eine kleine Probe. Aber insgesamt fand ich das sehr schön, um einen Einblick in die Produkte zu bekommen. Von dem Micellenwasser über diese Feuchtigkeitsampullen, über diese Lifting-Creme zu der After-Sun-Lotion zu dem Lippenstift. Also insgesamt super schön. Ich finde die Sommerbox gelungen. Und falls es dich interessiert, möchtest du mehr erfahren über Sotis, möchtest du Bilder sehen, schau auf meinen Blog, den ich dir in der Infobox verlinke. Und dann kannst du da alles genauer nachlesen. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, ich konnte dich ein kleines bisschen informieren. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal sehen. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen hoffentlich schönen, sonnigen Tag. Mach's gut. Tschüss.